haben wir einen Young Link mit Inkling. Der Kampf, man kennt ihn für den Inkling auf jeden Fall. Auf jeden Fall von Young Flora natürlich immer aktiv auf dem DDD. Einfach. Das ist immer so eine richtig schöne Zerstörung, wenn Flora den DDD rausschaut. Welches Team ist hier? Flora mit DDD, das ist einfach wie so ein Dark Souls Raid Boss, habe ich das Gefühl. Also ich hab einfach straight up Angst, wenn ich das immer sehe, was sie da mit ihm einfach macht, weil ich. Aber mal gucken, das ist auch Belcampo definitiv sehr talentierter Spieler, dementsprechend auch nicht so ganz gut, Ego. Habe ich jetzt noch nicht genug gesehen, um jetzt sagen zu können, warum macht er da was, macht er da nicht, aber ich mal gucken. Ist ja auf jeden Fall relativ ausgeglichen, würde ich sagen. Ja, noch keine. Nee. Da sind einfach sehr viele Kabis unterwegs bei Dark Pit von Inkling. Ich frage mich, ob das irgendwie eine gewisse Strategie hinter ist mit dem DDD und Schachtel. Ob das vielleicht so, dass irgendwie so auf eine gewisse Art und Weise geht, sondern den Abstand einfach zieht als die Mains. Genau, was ich vorhin noch vergessen habe. Wir spielen jetzt erstmal Doubles, Best of Three, falls du das hier genau. Auch weiter aus. Ja. Boah, da fehlt ja nicht allzu viel, um Doubles dann nochmal rauszuhauen. Ja. Aber da muss man doch auch erstmal Digga an. Loras DDD vorbei und auch das ist erstmal eine Challenge. Aber da ist jetzt raus. Dementsprechend. Gucken, wie ich das dann noch gut habe. Das ist ja sehr ausgeglichen. Flora hat bis jetzt schon ganz viel Damage genommen, aber das muss ja überhaupt nichts heißen. Ja, dass der Rage aktiv ist. Aber Inkling, ich mag den Pick auch so im Doubles einfach mal gemacht mit deiner Ink einfach genug Slows auf die Gegner, dass da auch dein Teammate auch richtig schön davon profitiert. Ja, aber ich kann ganz schön nervig. Absolut. Ja, das Gefühl, die vermeiden. So, da ist auch Flora raus, okay. Nicht mal eine Pause da kriegt. Aber noch älter. Ja. Oh. Ja, okay. Ja, ist früher oder später hätte das sein müssen, definitiv. Ja. Asoziales Spiel, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber wird auch gar nicht mal so schlecht von Friedrich da. Also Friedrich lässt sich das auch nicht gefallen, sagen wir es mal so. Okay, ja. Ja, das wird jetzt noch auf jeden Fall spannend. Oh, mit dem Gordo da an der Ledge, das ist ja richtig eklig. Ja. Da ist Flora raus. Okay. Ich bin doch spannend, ob Dark Pit da noch irgendwie jetzt groß was machen kann, aber. Also, weiß man nicht. Ist ja ganz gut defensiv unterwegs in Belcampo. er guckt so ein bisschen zu, was da abgeht, aber ja, damit geht das erste Game an und Belcampo. Aber sehr eng, wie ich finde. Was ist dir das jetzt so aufgefallen an dem Match? Was sind so bis jetzt deine, die Stärken, die du siehst, die Schwächen, die du erkannt hast? Ja, ich glaube, also Flora, wenn ich Flora spielen sehe, es ist, die Neutrals sind insane.
du machst einfach so viel mit deinen Goals. Ich glaube, da in, einfach in der 2 versus 2 Szenario, da hast du einfach nicht so wirklich die Möglichkeit, so deine, dein komplettes Gordo-Game auszunutzen, was halt einfach etwas, was Flora extremst gut macht. Und ich glaube, Flora ist auch noch nicht so ganz aufgewärmt. Ich glaube, was von dem, was ich bisher so gesehen habe, da geht schon mehr. Aber, ich bin jetzt nicht in der Position, wo ich sagen würde, so, alles ja, klar. Hey, Doubles, ja, mal gucken, ne? Aber auf jeden Fall früher Blades kommen. Mal gucken, ob sie ja das im Rundfunk fest dann doch. Also bisher sieht es ja gar nicht mal so schlecht aus für die beiden. Ja. Okay, strong los. Ich will jetzt aber gar nicht mal so genau sagen, woran das jetzt so noch so gelegen hat, dass Belcampo und Kyrgyz sich da den Sieg in den letzten Runde gut haben. Beide Teams sehr stabil besiegt, aber ja, die anderen haben sich halt einfach besser, consistently durchgesetzt, würde ich einfach mal so in den Raum werfen. Ja, manchmal ist vielleicht. Okay. Ja, diese Runde, da hauen sie noch ein bisschen mehr auf die Fresse. Ja. Beides, so ein bisschen beides. Okay. Aber vor allem, weil er ist so chonky. Ja, aber jetzt sieht es gerade besser aus für Scorpion und Flora. Mhm. Das Schöne ist ja auch, ich darf ja später gegen Flora in den Pools spielen. Mhm. Aber habe ich auf jeden Fall gar keine Lust drauf. Aber ey, die Challenge, man nimmt sie gerne mit. Ja, auf jeden Fall. Nein. Man wächst ja dann auch an seinen Aufgaben, klar, um mal einen Euro ins Fahrrad nicht anzuschmeißen. Genau. Oh! Also. Das sah unlucky aus, oder war das? Also es hat leider nicht so ganz geklappt, aber das war wirklich was ekelhaft, was Flora mit Belcampo gemacht hat. Gerade auch Pokémon Stadium 2 ist einfach so eine Map, wenn das einfach richtig an Ducky kommt und Belcampo da jetzt nicht so zu 100% sich da auskennen würde und da jetzt irgendwie nicht den perfekten Angle finden würde, ja. Der würde gegen die Stage einfach fallen. Also das heißt fallen, der würde einfach beim Recovern gegen die Decke knallen, zumindest meine Erfahrung danach. Netter Versuch da von Flora auf Youngling, aber das war sehr close. Ja, okay. Ja, Flora gerade ein bisschen am Rasieren, wenn. Das war gerade Scorpion, glaube ich. Ah. Aber. Also, vielleicht okay. Bin ich verwirrt, aber. Scorpion, ist das nicht SDN? hat er einen neuen Name-Tag? Also... Es steht Scorpion da. Ja, genau. Vielleicht bin ich auch einfach nur am Tweeten. Ja, das wird jetzt hart. Gerade Flora hatte auch noch zwei Stakes übrig. Ein. Ja, das wird jetzt hart für Belcampo. Mal gucken, was da. Ob da vielleicht auch noch irgendwie ein Comeback möglich ist. Ich würde sagen, wenn man so gegen
Flora und Scorpion spielst, ist das ein bisschen schwieriger. Aber gibt sich trotzdem sehr gut geschlagen, muss ich sagen. Ja, und momentan sieht alles aber danach aus, als würden wir hier eine dritte Runde bekommen. Ja. Und das ist natürlich spannungstechnisch sehr schön. Ist gerade eben erst aufgefallen, dass vom Dark Pit zum normalen Pit gechankt wurde. Stimmt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Was, also, oh! Was sind da so die Unterschiede zwischen dem normalen und dem Dark Pit? Der Dark Pit musst du wissen. Oh Gott, ich kann das so genau gar nicht sagen. Aber der Unterschied liegt am meisten, soweit ich weiß, in der Neutral B. Die Neutral B von Pit lässt sich sehr viel besser steuern. Du kannst einfach so, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, so Arrows machen, die gehen so, weißt du, wie so einen auf den. Ja. Aber von Dark Pit sind die einfach, glaube ich, schneller, aber dafür etwas härter zu kontrollieren. Also nicht härter. Ein bisschen chaotischer. Nicht chaotischer, würde ich sagen. Einfach, sie curven nicht so hart, okay, sozusagen. Keine Curveballs. Genau, pretty much. Alles klar. Dann kommt es jetzt also auf die dritte Runde drauf an. Genau. Wechsel zu Fox auf jeden genau, Fall. Genau, von Frigo, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Ja. Ist das ein Character Change, den du verstehen kannst? Fox ist halt, ich denke auch gerade in Kombination mit Inkling, wenn du da halt gut Ink drauf hast, dann outrunst du deine Gegner halt ziemlich gut. Wobei, es ist ja Team Damage an, wenn du jetzt zum Beispiel wie in der Situation als Fox einfach das Ink auf dir drauf hast, dann fehlt dir halt der gewisse Speed, den du hast, um das zu machen, was du mit Fox halt machen möchtest sozusagen. Das ist schon... Wenn man es gut koordiniert, definitiv, ich sehe, warum man auf Fox wechselt, aber wenn jetzt hier Fox halt zum Beispiel so eine Bombe frisst von Belcampo, schwierig. Definitiv, aber mal gucken. Also Fox ist ein Charakter, der von seiner Geschwindigkeit lebt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, total. Fox ist unfassbar schnell. Hat jetzt aber auch schon seinen ersten Stack verloren. Genau, den ersten Stack. Oh, die ist extremst schade. Das sah ziemlich unlucky aus. Ja, arme. Ich möchte gar nicht sagen, das war schon Game, weil, ne, it ain't over till it's over, aber, das arme. Ist natürlich unschön, wenn sowas passiert, aber hey, guck mal, vielleicht holen sie es ja noch. Also ich möchte da die Hoffnung überhaupt nicht aufgeben. Ja, ich meine, wenn man sich jetzt noch mal ein bisschen am Minen reißt, kann das natürlich auch. Ja, ich denke, also... Wobei, ist halt einfach Scorpion ist, und Flora sind halt auch hart, einfach... Aber, Scorpion jetzt aus dem ersten Stack verloren. Aber natürlich immer noch, 3 zu 5. Ich will überhaupt nicht auf diesen Nerd-Emotion machen, aber ich glaube, das heißt Stack. Stack? Ich meine Stockbroker. Stock, ich bin jetzt ja. Nee, du darfst Minuten mich durchaus gerne durch. Verbessern. Gibt ja nichts Peinlicheres, als mit den falschen Fachbegriffen um sich zu schmeißen. Ach, ich glaube, da gibt es schon peinlichere Sachen. Ja. Zum Beispiel so auf Fox zu Estin. Jetzt wirst du aber gemein. Den hat er noch. Oh no. Kriegt den Shieldbreak, okay. Ich glaube, das war Pit, der den Shieldbreak gestoppt hat, weil ich glaube, ansonsten hätte das Belcampo einfach mit einer Neutral B oder was weiß ich gemacht. Das ist so ein bisschen der Vorteil, wenn man Team Damage hat, dann sind halt einfach solche Situationen nicht halb so dramatisch wie in einem 1v1. Aber jetzt ist. Jetzt ist Mobbing glaube ich gelaufen. Ja, genau. Aber mal gucken. Ja. Da muss man schon ein kleines Wunder aus dem Hut zaubern, glaube ich, um das noch. Ja, aber guck mal, ich mag, dass die Belcampo einfach immer noch nicht aufgibt. So, alles raus. Ja, klar, man muss es ja versuchen. Genau. Okay, also Möglichkeiten sind auf jeden Fall da. Aber sind wir mal ganz ehrlich. Ich glaube, wir beide wissen, wie das hier ausgeht. Aber, ich bin ja jetzt nicht der... Den hat er
Okay. Schön reingebaitet, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist auf jeden Fall, also. Aber ich glaube, dass dann am Ende tatsächlich der Fehler war, da auf Fox zu switchen, weil er echt ziemlich fix dann. Also, wenn der Self-Destruct nicht gewesen wäre.